Ja, danke für die Einleitung. Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Bernhard Schachinger. Ich arbeite bei Wexel in Graz in Österreich jetzt schon viele Jahre. Ja, und es freut mich, dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, ein bisschen über unsere Sicht auf perfekte oder möglichst perfekte Daten zu sprechen. Ja, warum dieses Thema eigentlich? Ja, gestern und heute ist immer wieder zur Sprache gekommen, die Datenqualität muss passen, die Leistung muss passen, dafür auch der Preis. Und es ist ja von verschiedenen Seiten dieses Thema ja angesprochen worden. Daher ist es aus unserer Sicht ja durchaus relevant, dass wir aus Herstellersicht jetzt auch darstellen, was wir für Werkzeuge vielleicht anbieten, die da helfen können, einerseits den Datenproduzenten, andererseits den Datenkonsumenten zu helfen. So, kurz zu uns. Wexel Imaging, für alle, die uns noch nicht kennen. Wir wurden 1992 gegründet. Damals war unser erstes Produkt ein fotogrammetrischer Scanner, eben ein Scanner zum Digitalisieren von analogen Luftbildern. 2003 ist dann unsere erste digitale fotogrammetrische Kamera vorgestellt worden, das war die UCD. Dann im Laufe der Zeit ist einiges passiert. Seit 2006 waren wir dann Teil von Microsoft, wurden übernommen. 2016 sind wir dann aus der Welt von Microsoft wieder entlassen worden, sind wir eine eigenständige Firma geworden. Im Jahr 2017 hat es dann die nächste große Entwicklung gegeben. Wir haben unser eigenes Datenprogramm gestartet, wo wir selbst Daten erfassen, verarbeiten und anbieten im globalen Rahmen. Und dann im Jahr 2020 hat es wieder einen großen Schritt für uns gegeben. Wir haben von der Firma Verisk eine große Einheit mit dem Flugbetrieb und auch Datenverarbeitung übernommen. Gut, was machen wir? Nur ein paar Worte dazu, also ich mache jetzt keine umfangreiche Produktpräsentation, sondern nur ein paar Worte, was wir so anbieten, eben erstens Hardware. Wir sind ein Kamerahersteller und unsere Kameras heißen Ultracam. Das ist wahrscheinlich der meisten im Raum hier im Begriff. Und zusätzlich zur Hardware machen wir auch Software mit dem Namen Ultramap. Das ist die Software zur Verarbeitung der Rohdaten und dann weitere Schritte im fotogrammetrischen Workflow. Da werde ich dann später auch noch ein bisschen was zeigen. Gut, zur Hardware. Wir haben Kameras für verschiedene Anwendungsbereiche und die erste Kamera, die da ein bisschen hervorgehoben ist, auf der linken Seite ist die Ultracam Condor. Diese Kamera ist dafür gemacht, dass sie eher in höheren Flughöhen fliegt, eher schneller unterwegs ist und DSM, DTMs produzieren kann und vor allem Ortomosaike. Also Ortomosaiks im großen Maßstab, im großen Umfang, das ist der Haupteinsatzzweck der Ultracam Condor. Dann in der Mitte ist unser Flaggschiff, das ist die Ultracam Eagle. Die Eagle ist eine fotogrammetrische Kamera für diverse klassische Anwendungen im Fotogrammetriebereich, wird für verschiedenste Projekte eingesetzt, GSDs von 1 cm bis zu 40, 45, was auch immer Zentimeter. In diversen Einsatzszenarien ist diese Kamera gut geeignet und kann zuverlässig Daten produzieren. Ja, und dann haben wir da noch ganz rechts mit blauer Farbe die Ultracam Osprey. Das ist eine Oblique-Kamera. Da haben wir in der Mitte einen Nadir-Konus mit RGB, Nahem Infrarot und Pan. Und dann haben wir noch 4 Oblique-Kamera-Koni, die eben seitlich schräg nach unten blicken. Und diese Kamera ist eben geeignet für Erfassung in Stadtbereichen, aber auch Corridor Mapping entlang von Stromleitungen und so weiter. So, die Daten, die die Hardware produziert, muss man natürlich auch verarbeiten können. Zum Verarbeiten haben wir unsere eigene Software mit dem Namen Ultramap. Ultramap bildet eigentlich den kompletten Workflow ab, vom Prozessieren der Rohdaten, automatisches Aufsetzen des Projektes, AT, radiometrische Anpassung der Bilder,
Dann dehnen Sie mit Schmetching, können wir das DSM rechnen. Dann machen wir eine automatische Klassifizierung der Daten in Ground und Non-Ground, können dann damit die Oberfläche filtern zum DTM, zum Terrain Model. Dann können wir das DSM und das DTM nutzen und ein Orthomosaik erstellen, also entweder True Ortho oder das traditionelle Ortho. Ja, und zum Schluss ist natürlich auch möglich, dass wir 3D-Daten rechnen, das heißt 3D-Mesh oder Punktwolke kann mit unserer Software auch erzeugt werden. Unsere Software ist modular eingeteilt. Die Hauptapplikation hat den Namen UltraMap Studio. UltraMap Studio hat dann 5 Module. Diese Module sind dann je nach Funktionsumfang gruppiert und auch lizenziert. Das heißt, mit der Basislizenz habe ich Essentials, mit dem kann man die Rohdaten verarbeiten, kann dann radiometrische Anpassung der Bilder machen und die Bilder exportieren. Dann on top auf das, ein zusätzliches Modul ist dann die AT-Funktionalität, dann der Dense Matcher, dann das Ortho-Mosaik-Rechnen und schlussendlich 3D. Sowohl in Bezug auf die Funktionalität kann man eben je nach Bedarf die Software lizenzieren, aber auch in Bezug auf die Power, Rechenpower, die fürs Prozessieren zur Verfügung steht. Je mehr notwendig ist, umso mehr CPU-Kerne kann man lizenzieren. Gut, nach dieser kurzen Einleitung, nach diesem kurzen Einblick, kommen wir zum Thema, was wir da bei diesem Vortrag uns überlegt haben, eben die perfekten Daten. Wir haben das ja gestern gehört, wir haben es heute immer wieder gehört, wir alle sind auf der Suche nach Daten mit bestmöglicher Qualität zu einem fairen Preis. Dann stellt sich natürlich schon auch die Frage, ja, was sind jetzt eigentlich wirklich gute Daten oder perfekte Daten? Perfekte Daten gibt es wahrscheinlich gar nicht. 100% perfekt wird kaum erreichbar sein. Wahrscheinlich nicht bei uns, aber auch nicht bei anderen Herstellern. Darum müssen wir versuchen, dass wir möglichst nahe dorthin kommen. Ja, wie kann man das vielleicht irgendwie beschreiben? Beschreiben für die Datenqualität ist ja wichtig. Einerseits bei der Ausschreibung, das heißt beim Bestellen der Daten. Andererseits, wenn Daten geliefert werden, wenn dann die Daten abgenommen werden müssen. In verschiedenen Gesprächen hat sich immer wieder herausgestellt, es ist sehr schwierig, dass man das beschreibt. Wie gut sind die Daten? Welche Kriterien sind da anzuwenden? Ich habe da mal nur ein paar Worte hergeschrieben aus Wikipedia zum allgemeinen Begriff Data Quality. Ja, das sind ein paar Begriffe und auf den nächsten Folien versuche ich dann zu diesen Punkten vielleicht ein bisschen zu schauen, was ist da in unserer Fotogrammetriewelt wichtig in diesem Zusammenhang und was können wir als Hersteller da bieten, dass wir eben die Benutzer dabei unterstützen, möglichst gute Daten zu erreichen. Na ja, da haben wir die Vollständigkeit. Natürlich will jeder möglichst vollständige Daten erfassen, prozessieren, abliefern und damit man dann damit arbeiten kann. Wir wissen, es gibt da diverse Einflussfaktoren. Manche kann man ein bisschen beeinflussen, andere weniger, so wie das Wetter. Hier ein Beispiel mit einer Szene, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Ja, es sind wieder Wolken aufgetaucht, Wolken in einzelnen Bildern. Das heißt, der Datensatz ist für viele Anwendungen nur noch eingeschränkt nutzbar. Was kann man da machen? Ja, wir als Hersteller machen uns natürlich Gedanken. Was können wir anbieten? Und es gibt dann verschiedene Punkte, wo wir einhaken können. Und natürlich, wir versuchen damit die Benutzer zu unterstützen, einerseits. Andererseits heißt es dann nicht, dass immer alles automatisch gelöst werden kann, sondern es bedeutet auch, jedes Problem, das gefunden wird, erfordert Problemlösung. Das heißt, bedeutet meistens auch Zusatzaufwand. Dadurch entstehen dann natürlich auch die Kosten, von denen jetzt auch immer wieder die Rede war. Ja, was bieten wir an, zum Beispiel eben dieses Bild links. Das ist ein Bild,
des Displays im Flug, der eben angezeigt wird dem Operator, und der Operator kann damit dann herausfinden, ob eben Wolken im Bild waren oder irgendwelche anderen Probleme. Operator kann die Kameraeinstellungen anpassen oder auch dann sagen, dass eben neu geflogen worden werden soll oder so. Dieses Bild, das zeigt eigentlich, jetzt abseits von der Aufnahmesituation, abseits von den Wolken, machen wir uns natürlich auch Gedanken über die Datensicherheit. Das heißt, während dem Flug werden die Daten redundant auf die Dateneinheit gespeichert. Dann auch beim Transfer von der Dateneinheit auf das Rechensystem wird immer wieder überprüft, ob die Daten konsistent sind. Und falls das nicht der Fall ist, dann wird mit dieser redundanten Speicherung versucht, die Daten zu korrigieren, bestmöglich zu rekonstruieren, was da vorher schiefgelaufen ist. Und schlussendlich gibt es dann diverse Möglichkeiten der Ausgabe von Statistiken und Informationen über die Daten, eben Reports, mit denen man dann das dokumentieren kann und auch nochmal überprüfen, ob alles vollständig ist. Ja, Thema Genauigkeit. Ist auch ganz wichtig, ist für uns ein Riesenthema. Mit sehr viel Aufwand versuchen wir, dort das Bestmögliche zu erreichen. Wir kalibrieren natürlich die Kameras. Oben sieht man ein Bild, einen kleinen Ausschnitt aus unserem Kalibrierlabor. Im tiefsten Raum in unserem Gebäude in Graz, da haben wir sehr viele Marker am Boden, an der Wand, auch an der Decke. Und dort werden die Aufnahmen für die geometrische Kalibrierung der Kameras gemacht. Zusätzlich zur geometrischen Kalibrierung passiert natürlich auch eine radiometrische Kalibrierung. Und da sieht man eines der Targets, die wir dafür verwenden. Natürlich in Kombination mit diesen Targets ist es dann auch wichtig, dass die Beleuchtungssituation gut kontrolliert ist und so weiter. Nach der Kalibrierung im Labor wird dann auch ein Verifikationsflug durchgeführt. Da haben wir ein spezielles Flugmuster mit hoher Überdeckung, hoher Redundanz, auch Querstreifen, sehr vielen Punkten am Boden und so weiter. Ist ein Standardablauf und alle Informationen werden eben dann im Kalibrierreport zusammengefasst und dieser Report steht dann dem Kameraanwender zur Verfügung. Ja, dann im Flug bzw. bei der Verarbeitung der Rohdaten ist es natürlich wichtig, dass man die bestmögliche Bildqualität erhalten kann und eben eine gute Genauigkeit erreichen kann, dass die Bewegungsunschärfe kompensiert wird, eben Motion Compensation. Und wir haben da eine Methode entwickelt, die nennen wir Adaptive Motion Compensation. Adaptive deswegen, weil wir damit versuchen, auf verschiedene Eigenschaften dieser Bewegungsunschärfe einzugehen. Wir haben natürlich die Bewegung in Flugrichtung. Das Flugzeug fliegt, Vorwärtsbewegung, das muss kompensiert werden. Das ist eine gleichmäßige Verschiebung im Bild. Das ist doch relativ einfach zu kompensieren. Aber das Flugzeug bewegt sich ja frei in der Luft. Das heißt, wir haben dort auch Einflüsse von Turbulenzen und so. Das heißt, es gibt auch Bewegungen um die diversen Achsen des Flugzeugs. Und da wird es dann interessant, weil Bewegungsunschärfe im Bild ist dann plötzlich nicht mehr nur in eine Richtung, sondern kann dann ganz interessante Formen annehmen. Und um das auch kompensieren zu können, haben wir eben diesen softwarebasierten Ansatz von AMC, Adaptive Motion Compensation. Ein zusätzlicher Grund für diesen Ansatz ist, dass wir beim Bild nicht immer denselben Maßstab haben. Wir haben das Nadir-Bild, aber auch im Falle der Osprey haben wir Obliquebilder. Und bei Obliquebilder, da gibt es natürlich im Nahbereich und im weiter entfernten Bereich unterschiedliche Bildmaßstäbe. Und um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen, muss man darauf Rücksicht nehmen, wenn man die Bewegungsunschärfe kompensiert. Hier ein Beispiel, das ist ein Obliquebild. Hier ist das rohe Bild
ohne dass eben die Bewegungsunschärfe herausgerechnet wurde. Und da jetzt dasselbe Bild mit diesem AMC angewendet. Das wird vollautomatisch angewendet, der Benutzer muss nichts machen, sondern das ist von uns eben entwickelt, in der Software voll integriert und steht dann zur Verfügung. So, die Bilder gehen dann weiter im Workflow. Dann haben wir ein Modul zum Rechnen der AT. Type-1s können automatisch extrahiert werden, GCPs werden gemessen, GPS wird integriert und am Ende geht dann alles in den Bündelausgleich. Ist eigentlich ein Standardablauf, aber natürlich notwendig, um gute Qualität zu erreichen. Und dann haben wir ein relativ neues Modul in unserem Workflow. Das ist für die Behandlung von Wasserflächen. Wasserflächen können sehr viele Effekte haben im Datensatz. Einerseits kann ein Flugstreifen sichtbar sein, so wie man es da bei diesem Beispiel sieht. Dann, wenn man das DSM rechnet, kann da die Wasseroberfläche viele Artefakte haben und so weiter. Und unser Ansatz ist, dass wir automatisch eine Klassifikation der Daten rechnen, Klassifikation in Wasser- und Nicht-Wasserflächen. Und mit dieser Maske können wir dann die Daten nach Bedarf bearbeiten, vollautomatisch. Vollautomatisch heißt, wir rechnen dann das DSM. Auf den Wasserflächen machen wir kein Dense Image Matching, das spart sehr viel Rechenzeit einerseits, andererseits vermeiden wir die Artefakte. Und was wir zusätzlich noch machen, was die Software automatisch macht, ist die Wasserhöhe schätzen, sodass möglichst korrekt die Daten abgebildet werden. So, auch das Orthomosaik ist dann homogen, wenn wir eben in der Software wissen, was die Wasserflächen sind. Das wird auch vollautomatisch. Radiometrische Anpassung der Bilder ist wichtig. Okay, ich habe gerade das Zeichen gekriegt für die Uhr, versuche ein bisschen schneller zu sagen. Wir haben natürlich alle Möglichkeiten, um die Bilder anzupassen, je nach Bedarf. Es gibt dann je nach Anwendung eben Einstellungen, die vorgenommen werden. Auf jeden Fall da ein Beispiel auf der linken Seite. Da ist diese Szene aufgenommen worden bei diffusem Licht unter einer dünnen Wolkendecke. Man sieht keine Schatten. Rechts sind da sehr viele Schatten sichtbar, da war sehr starke Sonneneinstrahlung. Dieses Beispiel zeigt eigentlich, obwohl wir da sehr viele Möglichkeiten haben, gibt es dann aufgrund der Ausgangslage Situationen, wo die Bilder nicht aneinander angeglichen werden können. So, die Daten können natürlich für verschiedene Anwendungsfälle vorbereitet werden. Idealerweise müssen die Daten nur einmal gerechnet werden, aber es gibt natürlich Spezialfälle, so wie das Ziel, den NDVI zu rechnen, wo es notwendig ist, die Daten möglichst roh zu lassen, damit die Rechnerei dann richtig ist. In dem Fall eben eher dunkel, das heißt möglichst roh. Im Workflow bieten wir dann Möglichkeiten, dass eben trotzdem beide Pfade verarbeitet werden können. Und das Thema DTM ist schon ein paar Mal angesprochen worden, mit oder ohne Brücken. Da gibt es auch die Möglichkeit, je nach Anwendungsfall von der Software automatisch die Brücken detektieren zu lassen. Die sind hier in Gelb markiert und dann kann der Benutzer mit einer Checkbox die Brücken aktivieren oder deaktivieren, dass sie im DTM enthalten sind. Oft ist eine Anforderung auch, zeitlich die Daten schnell zu rechnen, beziehungsweise auch die Kosten unter Kontrolle zu halten und so weiter. Daher bieten wir eben die verschiedenen Kameramodelle, wie eingangs schon erwähnt, für jeden Job die richtige Kamera. Und auch bei der Software bieten wir volle Flexibilität, je nach Projekt Erfordernis. Kann die Processing Power, die CPU-Kerne können mehr oder weniger lizenziert werden, genauso wie auch Module flexibel mehr oder weniger lizenziert werden können. Da springe ich aus Zeitgründen jetzt drüber. Wenn die Daten dann eben so gut wie möglich sind, dann kann mit unserer Software natürlich auch 3D gerechnet werden. Hier ein schönes Beispiel eines 3D
Textured Teens aus Graz, gerechnet mit Daten von der UKM Osby. Ja, und zum Schluss noch ganz kurz ein Hinweis auf unser Datenprogramm. Wir machen das ja jetzt schon seit einigen Jahren in Nordamerika, Europa, Australien, Japan und Neuseeland. Hier ein Beispiel, vielleicht kennt es wer, wir waren da ja in diesem Bereich da herüben gestern Abend. Da habe ich eben kurz nachgeschaut, was da in unserem Datenprogramm vorhanden ist. 4 Befliegungen haben wir jetzt schon inzwischen von Münster und ja, das geht auch weiter. Gut, mit dem bin ich jetzt am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und falls es Fragen gibt, sehr gerne.